So, guten Morgen. Heute ist der Tag von meinem Hausflohmarkt. Ich habe sowas noch nie gemacht. Ich habe wirklich dank Facebook, weil ich dort gepostet habe, dass ich meine Wohnung auflöse, ganz viele tolle Tipps bekommen. Vielen Dank auch dafür. Ich mache das heute. Ich bin total gespannt, weil man weiß ja im Prinzip gar nicht, wer kommt. Also ich habe das bei eBay Kleinanzeigen und bei Quokka. Spricht man das so aus? Quokka. Habe ich das inseriert und habe in der Nachbarschaft auch Bescheid gesagt. Und gestern wurde schon ganz viel abgeholt, deswegen ist hier alles ganz leer jetzt. Ja. Und diese Kommode hier, die ist auch schon quasi verkauft. Die wird abgeholt. Die Truhe hier, die ihr seht, die habe ich jetzt hier voll gebunkert mit Sachen für den Flohmarkt. Und ja, die ist auch schon verkauft, wird abgeholt. Der ist noch nicht weg. Hoffe ich noch, dass ich einen netten Abnehmer finde. Und meine wunderhübsche Couch, die ist auch noch nicht weg. Das ist natürlich ein Brummer, den kann ich jetzt auch nicht mal so eben schnell bei einer Freundin dann unterbringen. Deswegen hoffe ich wirklich, dass das noch weggeht. Und diese wunderschöne Lampe hier oben, Coconut-Stick-Leuchter, Kronleuchter, muss auch noch weg. Seitdem ich die Wohnungsauflösung mache, ein Kommen und Gehen hier in meiner Wohnung. Ich fühle mich hier wie, als ob ich jeden Tag so taktoffene Tür hätte. Aber irgendwie gefällt mir das auch. Irgendwie lustig. Irgendwie ging das jetzt alles echt so schnell. Eine Freundin, die war hier. Währenddessen habe ich ihr so erzählt, dass sie meint, ja, und was läuft im Moment bei dir so im Leben? Dann habe ich gemeint, ja, also ich will jetzt innerhalb von 3 Wochen meine Wohnung auflösen und dann mit dem Bulli durch die Welt ziehen. Sie so, okay. Und auf einmal hat sie sich aber auch total in meine Möbel verliebt und meinte dann, okay, ich nehme das. Total krass. Und jetzt gehen wir mal in meine Küche. Hier ist natürlich absolut Highlife. So, genau, hier habe ich alles schon mal aufgestellt, Geschirr und so weiter, weil ich alles nicht mehr brauche, auch Deko und so weiter, weil das passt ja alles gar nicht in den Bulli. Ich habe zwar echt schöne Sachen und ich finde eigentlich, auch wenn das jetzt viel aussieht, ich habe gar nicht so viel wie so manch anderer, aber ja, man muss halt einfach gucken, ne, was passt in den Bulli, was nicht. Deswegen habe ich dann gestern so eine Vorauswahl einfach getroffen und habe so grob schon mal geguckt, okay, 4 Tassen, 2 Teller, das, so ein bisschen Tupperware. Bestimmt werde ich da dann auch nochmal ausmisten. Mein Wunsch ist, dass ich das nicht bunkere, sondern wirklich schaue, okay, was passiert damit. Also das nicht einfach in den Keller legen und vergessen, sondern wirklich dann überlegen, okay, was passiert damit. Es ist mir so wertvoll, dass ich es wirklich aufheben muss. Es ist wirklich so wichtig. Oder wie kriege ich es los? Wie kriege ich es unter die Leute? Weil also dieses Thema Loslassen und auch dieses Thema in den Keller etwas bunkern, das ist ja quasi unser eigener Keller, ne? Das ist ja die Räume, die stehen ja energetisch immer für etwas. Auf jeden Fall, ich bin gespannt, was jetzt heute hier abgeht, ob überhaupt jemand kommt. Vielleicht kommt ja auch keiner. Und am Ende kommt nur meine Mutter. Hallo. Hi. Hi. Thank you.
Hi ihr Lieben, ich stehe jetzt gerade hier im Feld beim schönen Sonnenuntergang und genieße das. Ja, es ist echt super, super aufregend. Ich hatte heute diesen ersten Wohnungsflohmarkt-Tag. Es war irgendwie nicht so super viel los, also weniger als ich dachte. Eigentlich die meisten, die kamen, die waren tatsächlich aus der Nachbarschaft, denen ich selber Bescheid gesagt hatte. Und weniger jetzt über die Anzeige, die ich auf eBay Kleinanzeigen geschaltet hatte. Aber ich glaube, das liegt auch einfach daran, dass ich das ein bisschen zu kurzfristig gemacht habe. Ich glaube, wenn man das einfach ein bisschen mehr dafür wirklich Werbung macht, das ist schon ganz beliebt und total in. Oh, mein Hund ist wieder abgehauen. Oh, Moment. Okay, Hund wieder dabei am Start. Haut ja immer ab. Ist das nicht schön, der Sonnenuntergang? Ich weiß nicht, ob das so rüberkommt. Aber es ist wunderschön. Okay, weiter am Text. Also ich glaube, dass mit dem Wohnungsflohmarkt, wo man dann reinschreibt, Wohnungsauflösung und so weiter, Uhrzeit von dann bis dann. Ich habe das ein bisschen auch eingeschränkt. Von 11 bis 15 Uhr hatte ich das jetzt angegeben, weil ich einfach dachte, ja, also je weiter ich den Zeitraum irgendwie angebe, desto mehr bin ich ja dann auch irgendwo gebunden zu Hause. Und im Endeffekt ist es sowieso so, dass die Leute entweder alle gleichzeitig kommen und dann passiert 3 Stunden gar nichts. Deswegen dachte ich, ich mache das mal so. Ich glaube auch nicht, dass es daran jetzt gelegen hat, sondern einfach, also wieso jetzt so wenig Leute kamen, sondern einfach deswegen, weil ich das tatsächlich jetzt so eine Woche vorher publik gemacht habe. Aber ich denke, wenn man das richtig angeht und da mehr Werbung macht, dann ist das bestimmt eine feine Sache, weil man muss die Sachen nicht extra zusammenpacken und sie zum Flohmarkt tragen und dann wieder zurücktragen und mega früh aufstehen, weil den Tag davor hatte ich eben Flohmarkt gemacht, also so üblich, klassisch, Sachen gepackt, Auto randvoll und 5 Uhr morgens aufgestanden, um 6 Uhr da schon auf der Matte gestanden mit einer Freundin. Und ja, ich bin auch total dankbar dafür, dass ich so viel Unterstützung im Moment bekomme, was mir, was ich auch so oft jetzt in den anderen Videos schon erzählt habe, was mir so oft auch das Gefühl gibt, immer bei mir zumindest, ich merke, dass ich dann auf dem richtigen Weg bin. Dann war das so, dass eben ganz viele Nachbarn da waren und letztendlich sich dadurch tolle Gespräche auch entwickelt haben und tolle Bekanntschaften, was ich echt irgendwie krass finde, weil ich wohne seit 4 Jahren jetzt bald dort und erst jetzt. Also ich habe auch mit anderen Nachbarn, weil ich bin sehr offen, habe ich schon Kontakt. Mit manchen tatsächlich erst jetzt dadurch, dass ich sage, hey Leute, ich bin bald weg, ich mache eine Weltreise oder ich bin jetzt bald mit einem Bulli unterwegs, ziehe aus, mache Wohnungsauflösungen und auf einmal kommt so das Interesse, so echt, warum, was machst du, was hast du eigentlich die ganze Zeit gemacht, wer bist du eigentlich? Ja. Und ich dachte mir so, hey, woran liegt das eigentlich? Ne? Du bist die ganze Zeit in der Nähe und dann, wenn du auf einmal abhaust, auf einmal entstehen dann erst Freundschaften jetzt oder Kontakte und echt, eine Freundin hat mir auch ganz viel Möbel abgekauft und ich habe gemerkt, es ist echt total wichtig, sich seinem Umfeld auch zu öffnen mit den Ideen dann, also und dann wirklich zu sagen, ja, so schaut es bei mir gerade aus, ich mache das und ja, sich echt mit dem Umfeld, mit den Leuten zu verbinden. Oh, Hund. Okay, Szenewechsel, Hund wieder eingefangen. Ich glaube, das wird so langsam zum Running Gag mit dem Hund einsammeln immer. Ich weiß nicht, irgendwie immer, wenn ich Videos drehe, haut er ab. Naja, macht sie sonst auch, aber egal. Okay, und zwar sitze ich hier übrigens an meinem Lieblingssee. Wunderschön. Und die Wolken, die färben sich gerade so leicht rosa, passend zu meinem Hemd. Ganz wichtig. So viel wie möglich publik machen, irgendwie vielleicht so Handzettel auch machen, irgendwie was in Briefkasten schmeißen, in Nachbarschaft etc. Vielleicht auch in Supermärkten aushängen, so viel wie möglich posten irgendwo und dann ist das eigentlich eine feine Sache. Der Flohmarkt in Frankfurt, auf dem klassischen Weg, wo man sich hinstellt, Standgebühr bezahlt, naja, war ganz okay, habe ich ungefähr so, kommt natürlich auch immer drauf an, was man verkauft, habe ich so ungefähr wirklich minus Standgebühren so 170 Euro eingenommen. Ist jetzt nicht so krass, aber gut und einiges losgeworden. Kleidung geht tatsächlich echt auf dem Flohmarkt nicht mehr so gut, weil die Leute wollen echt überhaupt nichts ausgeben. Die hätten es am liebsten geschenkt, habe ich teilweise auch gemacht.
Ich habe sogar wirklich, ich hatte einen Berg von Klamotten und auch teilweise wirklich schöne, noch schöne Klamotten. Ich hatte wirklich auch ein Schild, also jedes Teil 1 Euro. Und trotzdem, also ging da wirklich nur ganz wenig weg. Also so Tipp, Kleidung geht echt nicht mehr gut. Und wenn, dann tatsächlich, das ist unfassbar, die Leute lieben Wühltische. Ich hatte einen Wühlkoffer. Also ich habe das wirklich auf dem Boden gehabt und das ist besser gegangen als irgendwie eine schicke Stange und alles auf dem Bügel aufgehängt. Die Leute wollen echt wühlen. Die wollen gucken so, oh, was gibt es da vielleicht drunter? Was ich jetzt mache ist, dass ich nochmal, das wurde mir jetzt als Tipp weitergegeben, das probiere ich jetzt auch mal aus, glaube ich auch, dass das echt besser funktioniert. Ich werde euch berichten, ist wirklich eine Seite zu suchen, eine Facebook-Seite in deiner Stadt. Ich wohne ja hier in Maintal, auf die Maintal-Seite. Maintal kaufen, tauschen, verkaufen oder keine Ahnung, so ähnlich. Und ich glaube, solche Seiten gibt es bestimmt in vielen Orten. Also das wirklich dann direkt in diesem Ort, also diese Seite, und dort wirklich zu posten, dass du Hausflohmarkt machst, dass du Wohnungsauflösung machst, dann auch wirklich, sorry, dass ich hier so rumfuchte, diesen kommen gerade ober viele Schnaken. Hund? Na, egal. Die kommt schon wieder. Ja, die kommt wieder. Also nach und nach lüftet sich meine Wohnung. Also ganz viele Sachen ereignen sich gerade. Es ist unfassbar. Jetzt ist das so, dass ich wirklich den ganzen Tag Highlife hatte. So, jeder hat sich immer wieder die Türklinke in die Hand gegeben. Die Nachbarn, dann kam eine Freundin, dann kam noch eine andere Freundin, die wieder was abgeholt hat. Und ich dachte, ey, ich muss jetzt echt mal raus in die Natur. Und mein Hund war immer nur so minutenweise immer mal draußen zum Pipi machen und das war's. Jetzt sind wir hier wieder in der Natur, weil ich liebe das einfach. Das erdet mich wieder und gibt mir Kraft. Und genau, und mit einer Freundin habe ich jetzt auch schön meditiert. Und mein Ziel ist, ich möchte, also heute haben wir jetzt Sonntag, dass ich bis Freitag alles weg habe, weil dann möchte ich zum Studenten-Meetup von der Business-Schule vom Karsandens nach Stuttgart. Da haben wir jetzt am kommenden Samstag ein Treffen. Und mein Ziel ist es einfach wirklich jetzt im Laufe der Woche meine Wohnung weitestgehend leer zu kriegen. Ich kann mir das gerade noch gar nicht vorstellen, aber es klappt schon irgendwie. Und meinen Bulli abzuholen. Ja, ich freue mich so. Mein grünen Bulli. Bis jetzt heißt er noch Oscar. Ja, also der Vorgänger hat ihn Oscar genannt. Mal sehen, ich freue mich echt so. Und dann Samstag früh losfahren nach Stuttgart zum Meetup und dann weiter in Richtung Bodensee. Da möchte ich gerne mal hin, weil ich dachte, hey, ich war schon sonst wo auf der Welt. Kuba, Karibik, Asien, überall. Und Deutschland kenne ich irgendwie noch nicht so. Was willst du nach Costa Rica und wer weiß, wohin Bali, wenn du noch nicht mal den Bodensee kennst? Und jetzt ist ja Sommer und das muss ich dann nochmal ausnutzen, wenn es dann hier kalt wird und eklig und grau wird und man nicht mehr so einen Himmel sieht. Dann kann man sich immer noch vom Acker machen, oder? Ja, und ein bisschen Schwarzwald, also echt so Schwarzwald, ja, ein bisschen mit dem Bulli. Oh, mein Hund ist wieder da, klappt doch. Ja, das ist der Plan, so möchte ich das machen. Was habe ich noch zu sagen? Naja, gut, also ich nehm euch auf jeden Fall auf dieser Reise mit und freue mich, wenn ihr dabei seid, wenn ich euch inspirieren kann, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, die ich hoffentlich vielleicht bis jetzt auch schon beantworten kann, zum Thema wirklich aussteigen, ausreißen, VW-Bulli, keine Ahnung, was, egal was, dann kommentiert wirklich ganz fleißig, fragt mich gerne. Ich bin jetzt da noch nicht so die Expertin drin und bin jetzt quasi auch, mache da alles Learning by Doing, aber vielleicht kann ich das eine oder andere euch tatsächlich schon beantworten, euch inspirieren und euch ermutigen, einen Schritt in eine Richtung zu gehen, wo ihr auch hin wollt. Genau. In diesem Sinne, ich wünsche euch einen schönen Tag oder Abend, wann auch immer ihr euch jetzt das Video anguckt. Bis bald. Tschüss.